Guten Tag alle miteinander, zurück zum Let's Play von Thief the Dark Project. Und ja, wir haben Mörder hinter uns gebracht, Ramirez wurde bestraft, er liegt bewusstlos in seinem Keller und wir haben ihn um 2000 Gold und ein bisschen mehr erleichtert und ja, mal sehen, was als nächstes kommt. Baut eure Häuser aus totem Holz, baut eure Mauern aus totem Stein. Baut eure Träume aus toten Gedanken, kommt das Leben weinend, lachend, singend wieder. Nehmen wir, was ihr gestohlen, und ziehen euren toten Knochen ihre kranken Häute ab. Huhu. Tontafel aus einem verlassenen Tempel des Schwindlers. Eine Frau namens Victoria hat Verbindung mit mir aufgenommen. Sie sagt, sie vertritt einen Kunden, der beeindruckt ist, wie ich die Sache mit Ramirez erledigt habe. Ich soll etwas für ihn stehlen. Ich soll ein Zauberschwert beschaffen, das einem adligen Sammler namens Konstantin gehört. Über ihn ist kaum etwas bekannt, außer, dass er ein wenig exzentrisch und neu in der Stadt ist. Er pflegt wenig gesellschaftlichen Umgang. Victoria vermutet, dass das Schwert ausgestellt, aber schwer bewacht und mit Alarmanlagen geschützt wird. Sie erwähnte auch, dass die Wachen gut organisiert und kräftig sind. Das Haus soll verwirrend angelegt sein. Das Haus wurde erst kürzlich gebaut, also musste ich aus Beobachtung und Gehörtem meine eigene Karte zusammenstückeln. Das Anwesen scheint das reinste Labyrinth zu sein. Tja, wer genug Geld hat, darf sich auch in Irrenhaus hinstellen. Das wird eine Herausforderung, aber sie wird besser bezahlt als die letzten Aufträge. Wie üblich wird der Haupteingang schwer bewacht, aber ich habe einen anderen Zugang entdeckt. Wenn ich das Schwert allerdings dann habe, muss ich sehen, dass ich wieder hinauskomme. Okay, ja. Ein weiterer Diebstahl. Yay, wir sind hier ein Meisterdieb. Oder Garrett ist das. Finden Sie das Schwert und nehmen Sie es an sich. Suchen Sie auf einer höher gelegenen Etage. Nutzen Sie die Gelegenheit, um weitere Wertsachen zu stehlen. Ja, wie viele denn? Erledigen Sie Ihren Auftrag, ohne jemanden zu töten. Suchen Sie in der Villa auch nach aufschlussreichen Informationen über Konstantin, diesen mysteriösen Mann. Verlassen Sie die Villa mit dem Schwert. Ja, und da ist Victoria. Sie hat uns den Auftrag jetzt gegeben, ein Schwert zu besorgen. Konstantins Schwert. Ja. Hauptsache, es gibt keine Zombies. Okay. Wir haben Geld genug, Blitzbomben, oh, wir können uns alles mögliche jetzt kaufen, unter anderem Feuerpfeile. Wir haben auch schon vier, wir haben Dietrich hier, wir haben vier Wasserpfeile, zwei Blitzbomben, drei Lärmpfeile, zwei Moospfeile, 25 Breitkopfpfeile und drei Seilpfeile. Gib mir Wasserpfeile. Alle. Und, diese Granate produziert einen grellen Lichtblitz, der die Gegner blendet. Minen werden wir wohl nicht brauchen, weil das tötet Gegner und das dürfen wir ja gerade nicht. Genauso wie Breitkopfpfeile. Feuerpfeile. Ich würde mal einen Heiltrank auf jeden Fall nehmen. Blitzbombe. Lärmpfeile werde ich wohl kaum brauchen. Moospfeile könnten nochmal interessant werden. Man weiß, wie viele Kacheln es gibt. Dann noch einen Heiltrank oder noch eine Blitzbombe? Ich nehme noch eine Blitzbombe. Die sind immer gut. Ja, und der Rest, kann ich mir nicht mehr leisten. Außer ein paar Breitkopfpfeile. Ja. Na gut. Geld brauche ich nicht aufsparen, also nehme ich noch die mit. Okay. Schauen wir mal. Es beginnt. Was passiert? Glaube ich nicht. Aber passt trotzdem gut auf. Ich doch nicht. Okay, die Wachen laufen hier rum. Vielleicht kommen sie auch in meine Richtung. Kann ich schon mal eine Wache ausschalten. Ja, das sind Konstantins Wachen. Die tragen Helme und Schwerter und sind so ein bisschen... angehaucht. Oder rot. Oh, Geldbeutel.
Hey, 100 Goldmünzen. Kommt da noch einer? Ne. Gut. Ich leg dich hier hin. Okay, Haupteingang ist wohl nicht für uns. Ah, das da sieht mehr danach aus, als könnten wir es gebrauchen. Nämlich Holz für Seilpfeiler. Ich habe 3 Stück. Ja, ein guter Wurf. Schuss. Wurf ist es ja nicht. Ah, kann ich da rein oder durch die Tür? Ich versuch's mal hier rein. Oh. Dumm gesprungen. Gleich einen Lebenspunkt verloren. Nö, schon wieder dumm gesprungen. Aber keinen Schaden genommen, aber trotzdem. Okay. Ein Wachturm. Aber keine Wachen. Oh, hier wäre ich dann reingekommen. Münzen. Silbermünzen. Lag da irgendwas drauf? Nö, das sah aber so aus. Explodierende Fässer. Oh, Blitzbomben. Minen. Dass man immer noch was findet. Oh, oh. Da ist schon einer. Bilder hat er ja hier. Okay, warten wir, bis er zurückkehrt. Hier im Dunkeln sieht er mich ja nicht, wenn ich hier geduckt stehen bleibe in dieser Tür. Das hörte sich an, als hätte sich da noch eine Tür geöffnet. Hinter mir. Ich hoffe, da kommt keiner hinter mir. Alles ist gut. Hier hat jemand wohl viel Spaß gehabt. Ja? So, dich bringen wir mal hier hin. Weil hier ist ja wohl keiner. Hier taucht hoffentlich keiner auf. Ja, da habe ich mir doch gedacht, dass da einer langkommt. Okay, wo gehst du hin? Hallo? Ist... Ein weiterer Geldsack. Okay. Hammelkeulen. Thank you.
Gut, hier ist Dunkelheit. Menü. Oh, interessant. Ein bisschen verwirrend. Ja, dieses Haus ist ein bisschen merkwürdig. Sind wir jetzt im Garten oder wo sind wir hier? Fragezeichen, Garten, Fragezeichen. Was ist das hier? Sieht aus wie eine Rampe. Oh, Blitzbomben. Ein Feuerpfeil. Na, Konstantin ist gut ausgerüstet, aber dass er es irgendwo so hier kreuz und quer in der Gegend rumliegen lässt. Das ist schon nicht so normal. Da ist jemand. Wo läuft der rum? Tja. Bleib im Dunkeln liegen. Ich kläre erstmal so die ganzen Wachen. Wenigstens im Dunkeln. Das war bestimmt nichts. Das war bestimmt nichts. Nee, das war es auch nicht. Ist dort jemand? Er ist aufmerksam. Nichts mehr. Ein aufmerksamer Wachmann. Ah, die sind schon ein anderes Kaliber als die Buffword-Leute. Hier in der Ecke. So, hoffentlich kommt er nicht. Das war das letzte Mal, dass ich wegen einer Ratte springe. Hey! Das war wirklich das letzte Mal, dass du wegen einer Ratte springst. Ich weiß gar nicht, ob das so war, dass wenn man bewusstlose Körper ins Wasser wirft, dass sie dann sterben. Weil sie dann ja ertrinken. Und ob das dann als Mord gezählt wird? Weil er wird ja nicht durch uns getötet, er wird ja durch das Wasser getötet. Ja. Sieht immer interessanter hier. Das ist ein richtiger Wald hier. Moospfeile liegen hier rum. Na, Konstantin gibt uns viele nette Sachen hier. Achso. Dann bin ich wieder hier. Ein interessanter Sitzkreis aus einer Baumrinde. Und das hier sieht aus wie eine Falle. Wenn ich das mal so sagen darf. Wollen wir die mal auslösen? Was hängt denn hier runter? Ich könnte es vielleicht schaffen, da hochzukommen. Ich habe gerade gehört, wie Garrett sich hochziehen wollte. Okay, wir sind drauf. Ah, ein Moospfeil. Und da oben sind auch nochmal so... Interessant. Aber ist das hier... Kann ich da ein Seilpfeil reinschleudern? Nein.
Also nicht verschwenden. Ausgehöhlter Baum. Oh, haben wir jetzt ein Leuchtding mitgenommen? Ach, kann man das? Hm, witzig. Labyrinth aus Bäumen und Wäldern. Ah, hier war ich schon mal. Okay, alles klar. Man fragt sich dann, wachsen diese Moospfeile in diesen Pflanzen? Oder hat sich jemand da extra hingelegt? Oder legt jemand einfach einen normalen Pfeil in so ein Moosfeld und dann verändert sich dieses Moosfeld? Hey, was haben wir denn da? Ein Wasserfall. Oh, nochmal. Noch mehr Wasserpfeile. Tauchen wir ein bisschen weiter durch die Gegend. Oh, noch ein Wasserfall. Man kommt quasi von einem Herrenhaus voll in so einen Wald hinein. Okay. Man hört die Frösche quaken. Man sieht zwar keine Frösche, aber man hört sie. Eine Wurzel so durch, hat sich durch den Stein gefressen. Und schon wieder rein. Hey, noch ein Wasserfall. Kann ich immer gut gebrauchen. Gibt es hier noch was? Moospfeile in diesen Farnen? Nö. Okay, da liegen meine drei Leute. Ah, da liegt noch ein Wasserpfeil, ich sehe ihn. Also hier finde ich echt viel. Ah, hier war ich auch schon. Okay, versuchen wir jetzt mal wieder zurückzulaufen. Wasserfall habe ich ja genug. Oh, ein bisschen Gold. Ja, ich habe das Gold jetzt weitestgehend ignoriert. Ich nehme ein paar Wildkeulen mit, falls ich ein bisschen Heilung brauche. Entweder ist über uns einer oder auf dieser Ebene. Ah. Schön da bleiben! Alles klar, da ist einer. So, wo läuft der lang? Auf der Spur. Was ist das? Wer da? Niemand. Deshalb packe ich doch einen Moosfall hin. Ruhig. Bahn voll ran. Ist da irgendwer?
Na, er läuft da rum, okay. Alles ruhig. Das Moos breitet sich aus. So, ich habe die Kerze weggenommen, kriege Gold und außerdem habe ich Dunkelheit. Als Schutz. Ja, den Moosfall hätte ich gar nicht gebraucht an der Stelle, aber ich habe ja genug. Okay, da läuft er. Ja, es gibt hier doch viele Kacheln hier in Konstantins Butze. Warten wir hier. Ja, aber das war der Garten. Viele Wasserpfeile gefunden. Ich habe 24. Kommst du zurück? Ja, da kommt er. Ich warte auf dich. Gut, dass hier Teppiche doch noch teilweise sind. Hm. Komm her. Hier steht ein Garrett auf dem Tisch. Hier steht ein Garrett auf dem Tisch. Und er hat einen Schlüssel dabei. Ich um. So, ausgeschaltet. Rum. Auf der nächsten Ebene. Gehört. Soll ich euch etwa aufstöbern? Ich glaube, er hat aufgegeben. Wer ist da? Wer macht da so Lärm? Mann, die merken echt gut was. Darum. Kann ich diese Kerzen eigentlich auch löschen? Nein, überhaupt nicht. Interessante Teppichmuster, so Ranken. Konstantin scheint Gemüse zu mögen. Wo ist er jetzt? Wen höre ich da? Keine Bewegung! Ha, da ist er. Das gleich umdreht. Auf dem Rückweg kann ich ihn erwischen. Ah, nein, ich weiß, was er gemacht hat. Ja, alles klar. So, gute Nacht. Thank you.
Nische geschaffen für mich. Sind wir dann mit der ersten Ebene durch oder sind da noch mehr? Es sind sicher noch mehr. Oh, interessantes Fenster. Direkt in den Gang hinein. Ja, okay, der hat uns gesehen, auf jeden Fall. Hey, was war das für ein Geräusch? Gar keins. Okay, der läuft im Kreis. Und erledigt. Der Haupteingang. Okay, dann haben wir den schon mal geklärt. Jetzt könnten wir freie Bahn haben für die erste Ebene. Schnieke Bilder, wieder mein Lieblingsbild. Zwei Kelche und ein Satyr. Komische Räume sind das auch. Hier ist die Bar. Und ein Geheimfach. Mit ein bisschen Gold. Goldene Flaschen. Geben auch nochmal Gold. Hier auf dem Regal ist nichts. Okay. Hier ist einfach so eine Sackgasse. Architektonisch sehr, sehr interessant, was der Konstantin hier gebaut hat. Hier ist der Sarg. Ein Kamin. Oh, was ist hier? Etwas Verschlossenes. Was geht mit dem Dietrich? Okay. Und ein goldener Teller. Einfach so in der Säule versteckt. Ist hier noch mehr in den Säulen? Sieht nicht so aus. Okay, hier waren wir auch schon. Ich hüpfe mal von Teppich zu Teppich. Hier ist die Sackgasse. Hier geht's wieder in den Gartenbereich. Wo komme ich denn hin, wenn ich hier lang laufe? Ah, okay. Vielleicht sollten wir mal den Keller erkunden. Funktionieren nicht. Diese Schlüssel funktionieren auch nicht. Interessant, also komme ich da gar nicht weiter. Oh, hier sind so viele Fackeln. Dann schalte ich lieber die Fackel aus, dann habe ich hier einen Bereich, wo ich sicher bin. Okay, die zweite Ebene. Und das sieht schon wesentlich anders aus. Das sieht immer verrückter. Hallo? Einfach so ein Steingesicht, was uns anstarrt.
Ist das Konstantins Wappen? Ich kann es nicht mal abhauen. Hier ist eine Pflanze, eine rote. Das ist ein Gold und eine Rolle. Abendkurier. Mitglieder des Ordens des Hammers haben eine Frau aus Shellbridge entführt. Sie war erst vorige Woche von der Anklage des Diebstahls freigesprochen worden. Offenbar wird die Frau unter unwürdigen Bedingungen im Craxcleft-Gefängnis gefangen gehalten. Obwohl die Hammeriten keine offizielle Begründung für die Festnahme der Frau gaben, wird ein Mitglied des Ordens mit den Worten zitiert: Sie hat in den Augen des Erbauers gesündigt und eure trägen Gesetze sollten sie hart bestrafen. Guten Tag, sehr unheimlich. Ja, es wird immer verrückter hier. Die Fenster sind auch nicht richtig angeordnet. Und ja, wenn ich das schon sehe, so ein Dreiecksgang. Überall so Gesichter an Stellen, wo sie eigentlich gar nicht sein sollten. Das sieht aus wie eine Falle. Wenn ich die Truhe jetzt öffne, kommt wahrscheinlich irgendwas rausgeflogen. Und von der Seite wahrscheinlich auch. Yep. Also, am besten diagonal stellen. Wenn man dem aus... Wenn man sich so hingestellt hätte, wäre man von dem getroffen worden und so dann von dem da. Also muss man irgendwie diagonal stellen. Das geht ja zum Glück. Garrett ist ja nicht so ganz unfähig. Lag da was drauf? Nee. Okay, ein Geheimgang im Kamin mit ein bisschen Gold. Aber der Kamin hat keinen richtigen Abzug. Auch nicht gerade eine intelligente Konstruktion, ne? Oder eine, die überhaupt Sinn macht. Magische Pfeile. Ein Giftfass. Kann ich da reingucken? Was ist nichts drin? Oh, ich kann von hier aus nicht schießen. So, ein Sicherheitsraum. Oh, da unten ist ein Feuerpfeil. So, wieder die Triche. Ist auf. Da brauche ich den viereckigen. Eine Wildkeule. Und ein Heiltrank, ein weiterer. Was ist das hier denn? Okay, da, wenn wir da drauf treten, wird das Ding abfeuern, diese Fässer treffen und uns wahrscheinlich töten. Also, Finger weg. Vorerst. Hey, das Bild ist falsch rum aufgehängt. Genauso wie das hier. Was ist das da, ein Schalter? Und ihm scheint hier Fußboden mit Decke verwechselt worden zu sein. Es sei denn, das ist Absicht. Hier. Ah, ich bin bei meinem Seil. Aber... Hä? Wie ist das möglich? Das ergibt doch keinen Sinn, oder? Oder doch? Hä? Das ist bizarr. Aber hier ist mein Seil, also muss das da der Ort sein. Ich bin doch in der zweiten Ebene gewesen jetzt gerade. Hier hat jemand vergessen, einen Gang zu bauen. Vielleicht bin ich auch einfach nur orientierungsverblödet. Kein Schlüssel passt für diese Kellertüren. Irgendwas scheint im Keller zu sein, was wir noch nicht finden. Dürfen oder sollen. Oh. Fliegen. Ich könnte versuchen, da durchzurennen. So.
Okay, das hat geklappt. Oh, eine Truhe an der Decke. Ja gut, das überrascht mich jetzt auch nicht, ne? Oh. Ein Diamant ist da rausgefallen und die Stühle befinden sich an der Decke. Oh, Konstantin. Was für ein Architekten hast du hier angeheuert? Aber es gibt keine Wachleute hier oben. Ich höre jemanden. Was ist das? Ja. Ein Knüppel ist das. Nämlich meiner. Das ist wohl Konstantins Bett. Wasserfall. Kompendium des Naturzaubers, 15. Kapitel. Tatjana-Blume. Diese Blume wächst vornehmlich in den eisigen Berghöhlen des Esse-Gebirgszuges. Okay, warum war das Esse-Gebirgszug ist? Zum Schutze vor den im vorherigen Kapitel beschriebenen denkenden Pflanzen. Denkende Pflanzen können sie deren Zauberkraft erwärmen und zerstäuben und diese so in den Schlaf wiegen. Die Blume ist nach der Erzmagierin Tatjana Jokobik benannt, die ihren Nutzen zum vorübergehenden Ausschalten von Zaubersprüchen und Systemen als erste erkannt hat. Also eine Schlafblume. Diese Gesichter überall. Wieder eine Badewanne mit Wasserpfeilen da drin. Bemerkenswert normaler Raum, abgesehen von diesen gruseligen Köpfen, die einen anstarren, wenn man badet. Also ich würde mich hier nicht wohlfühlen. Aber hey, exzentrische Leute machen exzentrische Sachen, ne? Was? Okay, im Gebäude ist noch mehr Garten. Ah, okay. Jetzt sind wir hier oben, wo wir gerade eben waren, in dem Garten da unten. Aber hier oben gibt es auch nochmal einen Garten, also es gibt überall einen Garten. Gut, ich habe Dunkelheit. Bett mit dem Wachmann, auf dem wir lange warten mussten. Es wird hier viel Fleisch gegessen, also kein Käse oder sowas. Okay. Ist das der Fallenraum? Ja. Zum Glück habe ich keine Fässer zur Explosion gebracht. Das Gold schnappe ich mir. Ein Schädel. Die Wachenleute eigentlich, was hier auf sie wartet, wenn sie in diese Tür reingehen? Oder machen die so die Tür auf? Guten Tag! Oh, scheiße! Hier fliegt wieder alles um die Ohren. Kronleuchter. Kommt direkt aus dem Maul eines Steingesichts. Was? Ach da, direkt hinter mir. Fallen ist der Konstantin nicht verlegen. Eine große Doppeltür. Lässt sich mit Dietrichen öffnen. Irgendwann. Es dauert einen Moment.
Okay. Keine Ahnung, wo ich hier gelandet bin. Es ist das reinste Irrenhaus. Alles steht auf dem Kopf. Wir sind anscheinend in der dritten Etage. Gut, dass Garrett das noch weiß. Wer lacht da? Irgendeine Frau ist am Lachen. Treppen an der Decke? Nicht das Verrückteste, was ich heute gesehen habe. Also die Architektur ist ein Wunderwerk. Wahnsinnigen. Okay, jetzt ist es nicht an der Decke, jetzt ist es an der Seite. Autsch. Da muss ich mich irgendwie besser abseilen, glaube ich. Ich werde verhöhnt. Okay, der Seilpfeil hat gepasst, aber ich komme nicht ganz ran. Ich muss hier von höherer Stelle da hochklettern. Das geht. Wenn Garrett das Seil greifen kann, kann er aber nicht. Weil der Stuhl im Weg ist. Wo ist hier oben? Wo bin ich gerade? Ehrlich gesagt verwirrt. So, ich muss mich ein bisschen bewegen, damit ich halbwegs abschätzen kann, wo ich überhaupt bin. Weil die Architektur ist so verwirrend, man hat das Gefühl, man steht irgendwie auf dem Kopf oder so. Mist. Okay, im Teppich bleibt es ja zumindest stecken, das ist schon mal gut. Irgendwer verspottet mich hier doch. Hör dich. Wie auch immer du bist. Ich glaube, das ist nicht viel besser. Das ist genau dieselbe Geschichte. Ah, ich hab's geschafft. Okay. Klettern wir hoch. Komm, bekannt vor, ich habe meine Blitzbombe bereit. Jetzt hin. Na kommt schon! Kommt schon! Nö. Komm zurück, elender Feigling! Hab ihn wohl verloren. Was soll's? Ihr habt ihn verloren, ja, genau. Halt so. Die Augen auf! Hier treibt sich jemand rum. Wo ist er hin? Verflixt nochmal. Keine Sorge, ich finde euch schon.
nur meine Spur wieder verlieren. Wo bist du, Dieb? Pass gut auf. Da hinten war vorhin etwas los. Ich weiß, dass ihr euch hier herumtreibt. Ich finde dich. Verlass dich drauf. Geben die auf. Keine Sorge, ich finde euch schon. Das ist bloß noch einer, da waren ja zwei Stück. Ich weiß nicht, wann sie aufhören, uns zu suchen. Haben wir etwa Angst? Ein bisschen. Ich weiß, dass ihr euch hier herumtreibt. Ja, hier bin ich. Okay. Wenn ich ihn von hinten erwische. Peter! Totschläger! Mord! Okay. Kann ich mich hochziehen? Ja. Okay, den einen Bewusstlosen nehme ich mit. Auch den anderen. Leg sie dahin, wo man sie nicht finden kann. Der Chef ist heute gefährlich. Ich dachte, er hätte gute Laune. Sag ich doch, gute Laune ist immer am schlimmsten. Das nützt mir was. Verstecken nützt mir gerade etwas. Wo steckst du? Verstecken nützt euch gar nichts. Komm, gib auf. Ja, ich wollte die beiden den Dialog nicht zu Ende sprechen lassen. Weil. Dann. Hätten sie sich wahrscheinlich bewegt und würden durch die Gegend laufen. Und ich dachte, dann nutze ich die Gunst der Sekunde, um sie von hinten zu erschlagen. Bevor die sich bewegen. So, ich glaube, sie haben auch... Ich find euch noch. Mist, der ist immer noch aktiv. Ja, ich könnte eine Blitzbombe versuchen mal wieder. Das eine Mal hat ja nicht geklappt. Ich weiß nicht genau warum. Wo ist er jetzt hin? Wartet nur, wenn ich euch finde. Okay. Genau wie beim Zielschießen. Au. Getroffen. Da ist die Hammelkeule. Hat leider nichts gebracht. Auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Ah, jetzt. Das war keine gute Ausbeute. Ich weiß gar nicht, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass wir hier durch Wildkeulen geheilt werden. Jetzt wieder nicht. Da nicht. Da nicht. Da nicht. Da nicht. Da nicht. Meine Güte, jetzt gar keinen. Gar keinen Lebenspunkt zurückbekommen. Nur einen. Komm, das geht besser. Garrett, du musst dich heilen durch Fleisch. Eins. Zwei. Okay, das ist eine gute Ausbeute. Okay. Okay, wir haben volle Lebensenergie, alle Hammelteile aufgegessen. Garrett hat einen Pfeil abgekriegt. Das ist wieder viel zu hell für mich. Immer noch. Das liegt an dieser Lichtquelle hier. Das Schwert. Ich sehe es. Angriff!
Also gut, wo steckt ihr? Okay, ist geblendet. Und betäubt. Oh, hat er sogar einen Heiltrank dabei. Okay. Da ist das Schwert. Das ist schon mal gut. Da unten sehe ich einen Wachmann. Auf einer anderen Ebene. Gibt es noch mehr hier? Oder war es das? Ich hoffe, das war's. Okay, da ist das Schwert. Das müssen wir haben. Bist du's? Also gut, wo steckt ihr? Das habe ich gehört. Zeigt euch! Ah, ja, alles gehört. Hell erleuchtete Räume. Da geht's direkt runter zum Schwert. Ich meine, kann ich von hier aus einen Seilpfeil abfeuern? Ich habe ja noch einen. Oh, ich habe das Licht ausgemacht. Ah, und das. Ah, das ist so ein Ding, was das Schwert oben hält. Kann ich das mit dem Knüppel ausschalten? Boah, ich kann Seilpfeil verschwenden. Starker Schwerttreffer hat es auch gebracht. Ansonsten wäre ich jetzt auf diese Ringe da gesprungen und hätte einfach mir das so im Schwebezustand geschnappt. Ich glaube, das geht auch. Aber hey, wenn wir das Ding haben fallen lassen, wird sich auch etwas tun für uns. Bewusstlose Wachen. Zack. Ah, okay. Hier sind die. Hier war diese, wo ich sagte, das ist eine Falle, aber das ist es ja wohl nicht. Darf es ruhig werden. Ein bisschen leiser. Da ist er. Erledigt. Also, okay. Okay, ich höre Schritte. Muss ich mir in das Schwert rankommen. Ich glaube, er kommt zurück. Da ist er.
drehst du jetzt um, mein Freund. Gar nicht. Aber hier ist auch ein düsterer Raum. Oh, da gibt's das Schwert. Eine Kiste? Witzig. Okay, warten wir, bis er seine Runde gemacht hat und erwarten ihn hier. Ich glaube, dadurch, dass wir dieses Energiefeld abgeschaltet haben, ist es hier auch ein bisschen dunkler geworden. Was natürlich nur gut für uns ist. Jetzt. Der da macht mir noch ein bisschen Sorgen. Ich glaube, jetzt kommt er. Ja. Die Frage ist bloß, wo er lang geht. Wahrscheinlich direkt an uns vorbei. Ne, hier lang. Getan, aber wenigstens bin ich diese beiden jetzt los. So, schnappt uns das Schwert. Ich muss doch bloß noch irgendwie hinkommen. Ich habe nur einen Seilpfeil. Würde das da drin stecken bleiben? Nein, definitiv nicht. Okay, ja, ich dachte ja, das wäre der Weg dahin. Vielleicht schaffe ich das von einer erhöhten Position, indem ich mich da hochziehe. Ja. Wird Zeit, dass ich mein neues Schwert nehme und aus diesem verrückten Haus verschwinde. Ja. Es wird Zeit. Das Schwert. Das Schwert ist cool, als dass es kein Licht abstrahlt. Das heißt, es ist genauso dunkel wie ein Knüppel in der Dunkelheit. Dieses Haus ist wahr. Dieb! Ja, er hat uns gesehen. Dieb! Da ist er. Dieb! Dieb! Ich hab Blitzbomben für dich, wenn du willst. Was ist da? Halt! Ne, hat nicht geklappt. Macht da jemand Lärm? Dieb! Raus aus dem Spiel. Wie viele Wertgegenstände muss ich sammeln? 1500. Und wir müssen noch belastende Informationen finden. Langsam denke ich, habe ich ja fast alles gefunden hier. Oder alle Wachen ausgeschaltet.
führt mich das denn hin? Anscheinend in den Weltraum. Hallo? Das ist sehr bizarr. Ja, da komme ich... Oh, da ist ein Edelstein. Oh, hier liegt Gold rum. Na gut. Habe ich das schon mal mitgenommen. Aber seht ihr, was hier... Was hier los ist? Falle ich hier runter? Wie tief fällt man hier? Oh, sehr tief. Na gut, das ist der Weltraum. Ich meine, dass das Ding überhaupt einen Boden hat, wundert mich ja. Ne? Wir haben die Entwickler wirklich Spaß gehabt mit dem Level-Editor. Oh ja. Seht ihr das hier? Ich weiß gar nicht, wie ich das alles erklären soll. Ich glaube, es gibt keine Erklärung. Ich weiß nur, dass hier am Ende ein Ring liegt. Und wir unser Ziel erfüllt haben. 1500 Gold mitgehen zu lassen. Aus Konstantins Haus... des Wahnsinns. Ah, den Raum kenne ich auch noch. Das ist eine optische Täuschung. Das ist einfach nur eine ganz kleine Tür. Das ist die einzig vernünftige Tür. Die anderen sind alle so kleine Minitüren. Aber wenn man einfach so drüber guckt, dann denkt man, oh, das ist so ein Gang, aber man stellt fest, es ist keine wirkliche Tür. Oder es ist eine, aber im Mini-Format. So. Ich kann nicht sagen, dass ich hier jetzt gerade einen Plan habe, wo ich eigentlich langlaufe. Das wäre gelogen. Das ist mit das verwirrendste Level im Spiel. Wie man sieht, wieder eine Sackgasse. Den Raum kenne ich. In diesem Raum war ich auch schon mal. Ja, da ist mein Seilpfeil. Okay, das ist der Raum. Ich seile mich mal wieder ab. Gut, geh wieder ganz hoch. Wie ist das denn passiert? So. Muss ich irgendwie hier landen. Autsch. Es gibt ein bisschen Gold hier. Und sogar einen alternativen Pfad. Jetzt ja. Okay. Ich werfe mal einen der Heiltränke ein. Ich habe ja genug. Wenn mich nicht alles täuscht, müssten wir eigentlich so rausrennen können. Wenn wir noch... Das heißt, wir müssen noch belastendes Material finden. Ja, das müssen wir auch. Der Feuerpfeil, den ich gesehen habe von da oben. Aber Feuerpfeile sind nur gut gegen Zombies und andere Typen, die wir auch töten können. Das belastende Material. Könnte belastendes Material zu finden sein. Ich meine, ich bin ja noch auf der zweiten Etage. Da habe ich noch längst nicht alles untersucht. Auch wieder in die dritte Etage, wo ich schon mal war. Wo ich ungern hin zurückgehe. Ah, der Raum mit den Minitüren. Ah, das ist der Weltraumraum. So kann man sich ein bisschen orientieren, dass man weiß, wo man schon mal gewesen ist. Das geht mir auch einen anderen Pfad dahin. In der Regel spiele ich dieses Level so, ich suche einfach das Schwert und renne raus. Ich mache mir nicht viel Mühe, hier alles zu erkunden. Aber hier muss ich es ja, weil ich ja Beweise suche und 1500 Gold brauche.
wieder diese Pilze. Schutt. Oh. Aha, noch ein bisschen Silber. Und eine interessante Falle, wieder so ein Gesicht. Gut, dass man die Fallen immer erkennen kann, dass da so ein Loch in dem Maul drin ist. Victoria, Victoria, was hast du uns da reingeritten? Belastendes Material. Ah, ein Schlüssel. Vielleicht für den Keller. Herr, der in euer Gewächshaus eingedrungen war, wurde gezüchtigt. Er kannte die Regeln nicht und wird dort nicht mehr herumschnüffeln. Okay. Ich hab diesen Schlüssel, das gefällt mir. Denn das ist auch ein einzigartiger Schlüssel, einen, den wir noch nicht gefunden haben. Das ist der Kaminraum. Hier ist die Eingangshalle. Hier ist ein Wachraum, oder für Wachleute, oder für die Bediensteten. Da ist eine leicht zu erkennende Falle. Und hier geht's raus. Ah, ich bin ja auch genau, so war das. Ich dachte, das wäre eine weitere Illusion, aber tatsächlich sind wir nie durch diese Doppeltür gegangen. Ich bin ja gleich hier die Leiter runtergegangen und habe das Ganze dann von unten quasi aufgedröselt. Achso, nee, dann macht das alles Sinn. Dann war ich wieder zu dusselig, das zu checken. Passiert ja öfters mal bei mir. Naja, Fallenraum. Okay, ich würde sagen, aber den Keller. Auch wenn ich ehrlich gesagt ein bisschen Angst habe vor dem Keller. Weil der... Der hat's auch nicht geöffnet. Was? Okay. Ja, dann, geh ich mal hier hoch. Ach, Leute, habe ich wohl keine mehr zu fürchten. Oh, einfach eine Mauer hinter der Tür. Ich wundere, dass hier keine Spinnen bisher waren. Würde ich erwarten hier. Also soll sie natürlich auch nicht heraufbeschwören. Da lacht wieder eine Frau. Scheint sich sehr zu amüsieren über unsere Verwirrtheit hier in dem Level. Ja. Schon mal drin. Okay, ich will wieder in die zweite Ebene, bitte. Na, da ist der umgedrehte Raum. Was liegt denn da? Was zum... Schon wieder. Wo kommen die her? Von der Decke? Von den Seiten? Wow. Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Aber ich bin zum Glück nicht verwundert worden. Aber dennoch. Ah ja, okay. Könnte man belastendes Material finden hier in diesen Räumlichkeiten. Ich habe ja keinen Safe oder sowas entdeckt bisher. Und die einzig verschlossene Tür, die ich gesehen habe. Konnte ich bisher nicht öffnen. Au, Mist. Verdammte Insekten. Was ist das hier für ein Ding? Das müsste ich doch öffnen können.
Sieht zumindest so aus. Aber es gibt keinen Aktivator dafür. Ich kann es nicht aktivieren. Was? Hier ist gerade was passiert. Oh ja, okay, alles klar. Das ist eine Falle. Ich dachte, hm? Komische Runen auf den Böden. Geduckt gehen. Weiß, wann hier eine Falle ausgelöst wird. Also hier haben wir den Schlüssel gefunden. Also müsste so ein Safe ja auch in der Nähe sein, oder? Dass hier überhaupt sein Schlafzimmer ist. Ich meine, es gibt hier mehrere Schlafzimmer. Magische Energieblitze. Freie Hand, nur wohin mit diesem Schlüssel? Ja, Schädel und wieder der komische Runenstein, der mich mit Pfeilen spicken will. Okay, das sieht interessant aus. Oh, hier war ich schon mal hier? Ja, hier war ich auch schon mal. Sagt sich so leicht, Garrett. Finden muss man das auch. Gibt es hier noch etwas? Nee, ja. Was denn mit dieser Kellertür? Mich wundert, dass ich das wirklich nicht aufmachen kann. Ist auch möglich, dass ich einen Wachmann hier besehen habe, der vielleicht den Schlüssel bei sich hat. Ich möchte so ungern wieder in den obersten Stock, da ist alles voll mit komischen Sachen. Damit meine ich vor allen Dingen das Level-Design. Welches nur dazu da ist, um mich zu quälen. Ein Tor in den Weltraum. Das ist doch schlimm genug. Nichts. Nichts zu machen. Okay. Ja, hier waren wir auch schon mal drin. Das ist klar. Was haben wir hier denn? War ich hier schon? Oh Gott, habe ich mich erschreckt. Das sieht verdächtig aus. Okay. Wie es ihm geht. Und nur mit dem Gehtischen geht das auf. Oh mein Gott. Hm.
mir Gold. Edelsteine. Der Kronleuchterraum. Und die Treppe, die weiter nach oben führt, ja. Ich glaube, wir müssen da nochmal lang. Das hilft alles nichts. Gegner dürfen wir ja keine mehr sein. Ich gehe mal wieder ganz nach oben. Diese Kiste hier. Womit man Konstantin definitiv belasten könnte, wäre seine Bauweise. Ich glaube nicht, dass das TÜV-konform ist. Damit könnte man ihn einsperren. Schwert habe ich jetzt, mir fehlen bloß noch belastende Beweise. Dass er die nicht einfach irgendwo rumliegen hat. Irritiert mich genauso, wie es mich amüsiert. Eine junge Frau scheint es auch zu amüsieren. Hihihi. Hihihi. Hahaha. Hohoho. Mein Lieblingsraum. Da ist mein Seil. Ja gut, da muss ich, glaube ich, mal nachlesen, weil das finde ich, glaube ich, so einfach nicht. Oh! Vorsicht vor den Runensteinen. Vielleicht hier draufsetzen oder was? Ich setze ein paar Blumen aufs Bett. Interessante Art, wie das zusammenkleben bleibt. So schläft der Konstantin. In seinem Bett. In der ersten Ebene ist aber auch alles geklärt. Es gibt eigentlich nichts mehr. Sollte ich ja meinen, wenn sich solche Beweise irgendwo befinden, dann irgendwo eine Art von Bücherei oder so. Oder in so einem Geheimfach. Von wegen. Auf der Suche nach geheimen Schaltern. Oder Büchern, die man drücken kann. Nee, da muss ich echt mal nachgucken, was das so sein könnte oder wo das Ding da sein könnte. Aber das sehen wir dann gleich. Bis denn. So, ich glaube, ich habe jetzt eine Lösung für unser Dilemma. Und zwar müssen wir zurück in den Garten.
denn dort gibt es noch einiges zu entdecken. Ich bin tatsächlich an einer Stelle überhaupt nicht weitergegangen, wobei es dort noch einiges zu entdecken gibt tatsächlich. Und es gibt in diesem Level, ich meine, das hier ist ja im Grunde genommen Thief Gold, wenn auch nicht mit allen Leveln, die in Thief Gold dazugekommen sind. Und zwar ist es so, dass es hier ein Easter Egg gibt, eine, ja, im Grunde genommen eine geschrumpfte Welt und eine vergrößerte Welt. So ein bisschen wie in Super Mario 64, da gibt es ja auch so ein Level. Und hier ist nämlich noch so eine Gärtnerei. Und da müssen wir rein. Hier gibt es auch noch ein bisschen Gold. Irgendwo. Das muss ich eben finden. Irgendeine Pflanze soll das wohl drin sein. Vielleicht hier drin. Da drin. Ah, ich habe einen Moosfall auf jeden Fall schon mal gefunden. Da mehrere. Die eigentlich Gold haben. Ist hier, sind Wasserpfeile drin? Nö. Hm. Merkwürdig, merkwürdig. An der Stelle nicht. Okay, öffnen wir diesen Raum hier. Mit den normalen Haustürschlüsseln. Es gibt nur mal zwei Kelche hier zu finden. Ein paar Schaufeln, aber die sind nutzlos. Hier müsste eigentlich noch was sein. Und wenn nicht hier, dann vielleicht hier. Sehr ergiebige Büsche. Na nü, war da was? Ah ja, hier. Da ist noch so ein Kelch. Hier noch irgendwo was drin. Irgendwo soll es hier noch ein Gold-Nugget geben. Aber vielleicht habe ich das auch falsch gelesen. Oh, was haben wir hier denn? Okay, Wasser an der Decke. Jetzt wird's lustig. Aber bevor wir das tun, holen wir uns endlich mal die Beweise. Denn hier gibt es eine Tür. So, und dafür nehmen wir jetzt diesen Schlüssel hier. Dafür sind wir nämlich da, um diesen Raum hier zu öffnen. Hier sind überall Fackeln, aber es gibt hier zum Glück keine Gegner mehr. Es gibt hier bloß noch Gold und die Beweise. Was ist denn der Beweis? Mr. Constantine, ich hoffe, dass unsere abschließenden Renovierungsarbeiten euren Beifall finden und bedanke mich noch einmal für euren Auftrag. Als einer der wenigen weltlichen Baufirmen der Stadt müssen wir uns doppelt beweisen, sodass uns Kundschaft eures Ranges besonders willkommen ist. Solltet ihr weitere Neu- oder Umbauten wünschen, lasst es uns bitte wissen. Wisset außerdem, dass wir auch künftig Zahlungen in der bisherigen Form annehmen werden, obgleich, wie ihr wohl versteht, wir zutiefst neugierig sind, wo ihr solche Mengen rohen Goldes erhalten habt. Lionel Cardman. Das ist dann ein Beweis. Ja, anscheinend Konstantin hat irgendwie viel Geld. Und zwar rohes Gold. Anscheinend aus den Tiefen von Minen. Rakels Buch der Magie Einleitung. Einzig der belesene Anwender der Magie wird heute, da selbsternannte Pseudo-Hexer gedankenlos mit verzauberten Dingen hantieren, die Geheimnisse der mächtigen Zauberei bewahren, die in der Natur ruht. Denn indem sie dem geheimen Flüstern uralter Eichen, kriechender Ranken und Sandsteinsäulen in der Wüste lauschten, erkannten zivilisierte Menschen zum ersten Male die verschlungenen Wege der Magie. Also durch Naturmagie, Druidenmagie, druidische Magie. Hauptsache, wir haben die Beweise. Konstantin zu belasten. Im Notfall. So, und da war jetzt ja noch ein so ein Raum mit so Wasser. Das interessiert mich ja schon, wie wir da hinkommen können. Ich meine, sehe ich da einen Balken? Irgendwas aus Holz? Ja, und da ist ein Seil. Okay. Das ist interessant. Aha. Bisschen Gold. Und ein Kamin, sehr verdächtig. Aber
Mehr scheint hier nicht zu sein. Wenn das diese Architekten waren, dann kann ich nur sagen, wow. Wenn sogar die Gesetze der Physik umgehen können, dann ist das echt eine Leistung. Ist hier vielleicht irgendwas auf dem Kaminsims? Nö. Vielleicht da oben im Gebälk. Dazu muss ich mir allerdings hier... Ne, der Fall steckt ja schon richtig. Jetzt muss er irgendwie da drauf kommen. Ups, durchgefallen. Vielleicht befindet sich hier oben noch was. Ich meine, was ich tun kann. Ich schnapp mir jetzt den Pfeil. Und, ja, Mist. Ich habe bloß einen Seilpfeil. Das ist mein Problem an der Stelle. Vielleicht kriege ich das so hin. Nein, das war dumm. Ich müsste den im Flug mitnehmen. Quasi so. So, ich habe den Seilpfeil wieder. Und werde den mal da an die Seite schießen. Hoffe, dass ich da so durch mich quetschen kann. Ich will einfach nur sehen, ob da oben irgendwas ist. Und wenn nicht, dann lasse ich das auch. Das ist wohl nicht die richtige Stelle. Ich muss ein bisschen weiter von der Mitte weg, damit Garrett sich da überhaupt noch hochziehen kann. So, wir sind oben. Aha, Moospfeil, Wasserfall und Feuerfall. Gab doch noch was Nettes hier. So, jetzt muss ich bloß irgendwie runterkommen, ohne mich umzubringen. Natürlich will ich meinen Seilpfeil wieder haben. Das ist der einzige, den ich hier habe. Dass hier nichts ist. Das ist aber auch ein riesiger Kamin. Okay, dann können wir hier wieder raus. Hupf. Und haben jetzt eigentlich alle Ziele erfüllt. Die Sache ist die. Es gibt ja noch diese kleine Riesenwelt. Ich bin da kurz mal drin gewesen, aber ich habe keinen Weg gefunden, da wieder rauszukommen. Und wie kommt man da hin? Es gibt einen Pfad dahin. Es war aber nicht hier dieser hier, es war ein anderer. Ich laufe nochmal durch den Garten. Entweder war es hier oder woanders. Irgendwo in der Nähe von Wasser war das auf jeden Fall. Könnte hier gewesen sein. Es gibt ein bisschen Gold da. Aber es ist nicht wirklich viel. Hier ist wieder der Wald. Das ist nicht richtig. Das ist nur ein ganz bisschen Gold. Also das ist eigentlich nur so ein Gimmick. Ich kann es höchstens mal zeigen. Ja, aber so wirklich wichtig ist das nicht. Das ist bloß so ein Easter Egg, was sie in Gold eingebaut haben. In der Gold-Version. Diesen Gang hinunter. Ja, hier ist es. Okay. Springen wir hier rüber und zu einer Doppeltür. Die sich auch mit dem Einzelschlüssel öffnen lassen. Dieser Raum wird nochmal sehr wichtig und relevant sein. Ist eine große Halle. Diese Tür kann man nicht öffnen. Man kann übrigens auch die Türen nicht öffnen, die wir im Keller gesehen haben. Da gibt es keinen Schlüssel für, also das ist vollkommen unmöglich für uns, in dieser Mission zumindest. Hier ist noch ein Feuerpfeil und noch ein paar Kelche für ein bisschen mehr Gold, 2236. Ja, wie gesagt, diese Tür kriegen wir nicht auf mit keinem Schlüssel oder Dietrich. Das ist einfach... ja, es gibt hier ein paar Türen, die sind einfach nicht zu öffnen. Für uns. Und dazu zählt auch dieser... diese Tür. So. Jetzt ist die Frage, was mache ich? Ich meine, es gibt hier an einer der Säulen gibt es so eine Zunge und wenn wir die ziehen, öffnet sich da ein Gatter. Und das bringt uns dann in diese komische Welt. Ich werde trotzdem mal speichern hier.
weil ich weiß nicht, ob ich da rauskomme. Das Problem ist auch, wir laufen Gefahr zu ertrinken, weil das ein ziemlich weiter Weg ist. Und man kämpft so ein bisschen gegen die Strömung an hier. Na, ich werde mir mal wieder ein bisschen mehr Sauerstoff besorgen. So, und los geht's. Versuche hier möglichst schnell lang zu schwimmen. Es gibt da tatsächlich auch ein paar Wachen in dieser Easter Egg Welt. Jetzt kämpfe ich hier gerade gegen die Strömung an. Jetzt geht's ein bisschen leichter. Ich halte meinen Heiltrank bereit. Oder schaffe ich es gerade so? Ja, okay. Okay, war gar nicht nötig. Man muss nur aber dann ganz speziell schwimmen, ne? Also zielgenau und wissen, wo man hinschwimmt. So. Ja, und das ist die Mini-Welt. Da ist ein Wachmann. Oh Mann, ich glaube, das war wohl nichts. Gucken, ob man sieht. Aus dem Augenwinkel nicht. Ich komme hier nicht dran vorbei. Und er hat einen Heiltrank dabei. Ja, und hier ist alles verkleinert. Sogar der Lufttrank. Zurück kommen wir jetzt so gar nicht mehr. Das heißt, wir müssen einen anderen Weg hier rausfinden. Aber alles ist so mikromäßig. Das ist ein Fluss hier, der auch ziemlich tief ist. Und ja, das sind Häuser. Mini-Häuser. Ja. Kleines Dorf. Schlümpfe. Gnome. Und hier ist wohl ein Staudamm. Und das ist die kleine Welt. Mehr ist hier nicht. Und durch diesen Kanal kommen wir in die Riesenwelt. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich da wieder rauskommen soll. Einen Lufttrank gefunden, aber ich glaube nicht, dass ich den hier brauchen werde. Das hier ist nämlich ein Abflussrohr von einem großen Waschbecken. Wie man gleich sehen wird. Messer, Metzgerbeile, alles übergroß. Ja, das ist ein riesiges Level, aber eigentlich ist das so eine kleine Wohnung. Und da sehen wir tatsächlich einen Wachmann ganz da hinten auf dem Tisch stehen schon mal. Was mich jetzt ja interessieren würde, ist, ob sich da auf dem Sims was befindet. Ich meine, Pfeile wären cool. Was sind Teller? Große Teller. Und ich glaube nicht, dass ich da hochkomme, ne. Ich nehme meinen Pfeil mal wieder. Und ich könnte vielleicht so schräg schießen, irgendwie so eine ganz grobe Geschichte, was ich jetzt versuche. Es hat gerade so geklappt. Okay, hier ist so ein Kessel. Aber höher komme ich auch nicht, oder? Doch. Okay. Ich habe immerhin noch ein paar Wasserpfeile gefunden. Das ist eine Riesenwohnung. Da ist die Tür, da sind weitere Regale. Die Frage ist nur, wie komme ich jetzt sicher zurück? Ich brauche auf jeden Fall meinen Pfeil wieder. Wenn ich ihn finden könnte. Da ist er. Dahin zu kommen ist weitaus schwieriger, würde ich sagen. Da könnte ich höchstens auf den Hocker und vom Hocker dann auf das Regal. Von hier komme ich relativ sicher zurück, indem ich einfach hier ins Wasser falle. Das ist nicht so wild. Das ist kein Bauchklatscher, den wir hinlegen. Hier müssen wir einen gewagten Sprung machen. Und da hinten läuft noch ein Wachmann rum, ganz klein im Mini-Format.
das hier würde gehen. Weil das sieht an der Seite aus wie aus Metall. Ja, und es ist sogar Metall. Hinterhältig, finde ich das. Aber es gibt hier noch diese Frontseite. Zurückzukommen, stelle ich mir ein bisschen schwieriger vor. Weil, okay, da ist ein Wasserbottich, da können wir zur Not rein. Ich wünschte, ich hätte mehr Seilpfeile. Und dann muss ich mit einem einzelnen zurechtkommen. Oh, hier ist ein Seil. Interessant. Es ist sogar ein Seilpfeil. Ah, das ist eine... Aha. Von einem riesigen Garn sozusagen. Ah, weitere Seilpfeile, sehr gut. Die brauche ich nämlich auch. Ah, da ist ein riesiger Kamin mit so, aber sehr kleinen Bildern. Aber da ist ein Riesenbild. Ich schnapp einfach mal hier auf diesen Seilpfeil. Und hier ist, ich weiß nicht, Zigarettenschachtel? Ja, und das ist voller Feuerpfeile. Na gut. Zurückkommen. Man muss hier so ein bisschen strategisch seine Sprünge planen. Wie das hier zum Beispiel. Hat geklappt, okay. Hey, Wasserpfeile. Okay. Ah, vielleicht komme ich ja doch irgendwie hier raus. Ein schöner weicher Teppich. Und hier läuft irgendwo so ein Wachmann rum. Dunkel. Wo ist er denn? Eine gigantische Tür. Ich meine, er hat einen weiten Laufweg. Wir ebenfalls. Sind zwei Stück. Interessant. Ich dachte, es wäre bloß einer. Ich hab da was gehört und lasst euch erkennen. So, die beiden sind ausgeschaltet. Ich dachte, es wäre bloß einer. So kann man sich täuschen. Sehe ich da irgendwas schweben? Irgendwas schwebt dort. Ich meine, das könnt ihr wahrscheinlich schlecht erkennen. Es ist ein Pfeil, der im Boden steckt. Ein Seilpfeil, ein weiterer, aber warum auch immer der im Boden steckt. Aber jetzt habe ich auf jeden Fall genug Seilpfeile. Da oben steckt ja noch einer. Ein Wachmann. Hier an diesem Käsestück finden sich Moospfeile, also es ist vergammelter Käse. Interessant ist noch dieses Weinglas hier. Aber da ist nichts drin. Oh, das hätte ich jetzt gedacht. Wir sind jetzt ein Garrett. Wein? Den Riesenkäse können wir nicht mitnehmen. Hinter diesem Sofa gibt es noch was, nämlich einen Würfel. Und ein bisschen Gold in Form von riesigen Münzen. Was auch immer das hier ist, ein Chip. So kriegt man noch ein bisschen, ich glaube 20 Gold oder sowas. Und ein Kochlöffel ist hier. Ja. So, aber weiter weiß ich dann auch nicht unbedingt, weil ich meine, zwischen den Sitzkissen ist nichts mehr. Das Einzige, was ich noch gucken könnte, ist jetzt hier oben auf der Sofa. Ob hier noch irgendwas ist, aber das sieht nicht mehr danach aus. Auf der anderen Seite liegt da etwas. Nein. Also
lohnt es sich nicht, da hochzugehen. Lassen wir es also. Tja, ich weiß nicht, wie ich da an den Kamin hochkommen sollte. Autsch. Ja, wie kann man weich landen hier? Ich muss ja irgendwie bloß das Seil greifen, aber das ist immer so ein Gefummel irgendwie. Finde ich. Jetzt schon wieder. Ich meine, ich habe Heiltränke, das ist nicht so schlimm. Trotzdem. Ja. Einmal versuche ich es noch. Vielleicht geht es ja auch besser mit einem geduckten runterfallen lassen. Ja, auch nicht wirklich. Na gut, werfe ich mir einen Heiltrank ein. So, aber wie kommt man hier jetzt weg? Kann ich mit Wasserfallen das Feuer löschen? Ich meine, das ist bloß... Nein. Nein, ich kann nichts damit löschen. Verbrennen wir, wenn wir da reingehen? Ah, Carol ist anscheinend feuerfest. So, jetzt ist meine Frage, wie komme ich hier raus? Was haben wir denn auf der Seite? Welcher Architekt auch immer das hier gebaut hat. Der hat gute Arbeit geleistet, auch wenn ich nicht genau weiß, was er damit bezwecken wollte. Abgesehen davon, Leute in den Wahnsinn zu treiben. Aber genau das passiert hier nämlich gerade. Steht da drauf. Men often say, heavy is the head that wears the crown. For once they speak the truth. I've told the poor lads over and over, come not into my private retreat. Do they listen? Do they hear? If they fall victim to my sanctum, so be it. Oh, in diesem Tintenfass Wasserpfeile. Ein großes Buch. Ein weiteres Buch. So be it. Tja. Jetzt muss ich bloß noch irgendwie zurückkommen, ne? Ich meine, von hier geht's ja leicht. Na, ich glaube, ich falle zu tief, wenn ich das den Seilfall da entfernen an der Stelle. Mal wieder diese Stelle hier. Ja, da werde ich sterben. Ja, das ist jetzt doof. Das kann ich ja nicht mal mit geducktem Zustand überleben. Ich könnte höchstens in der Steuerung versuchen, das anders einzustellen wieder. Leitern springen. Der Sprung ist Mist. Ich glaube, anfassen ist schon richtig. Aber ich krieg das ja nicht angefasst, das ist mein Problem. Garrett, fass an! Nicht sterben, Garrett. Ja, er springt einfach zu weit, als dass ich da rankomme. Vielleicht von der Seite? Fast hätte ich es gehabt. Oh Gott, wie bescheuert ist das? Diese Mechanik. Ja, da bin ich zu weit nach rechts gedriftet. Wieder. Wieder nicht erwischt. Das nervt mich jetzt richtig. Wenn ich mich fallen lasse.
fallen lassen mit voller Lebensenergie. Klappt das dann? Kann ich dann überleben? Es gibt ja auch kein Holz in meiner Nähe, das ist mein... Wow, selbst dann nicht. Oh Gott, ich steck hier fest. Ich steck hier fest, Leute. Weil das dumme Seil nicht greifen will. Ich will mir das Gekreische nicht immer wieder anhören. Das muss doch möglich sein. Dieses dumme Seil zu erwischen. Ja, sobald ich drüber trete, ist er schon in so einem Fallmodus, wo er... Ah, ich hab's geschafft, Gott sei Dank. Oh, ich dachte schon, ich sitze hier ewig fest. Ja, das ist die fummelige Seite des Spiels. Knochen. Ah ja, eine Mausefalle. Da hat es irgendjemand mit dem Schwert erwischt. Das Schwert hat ihn nicht genützt. Eine Truhe. Truhen sehen immer vielversprechend aus. Ich meine, ich hoffe, ich komme da gut raus. Ah, Seilpfeile. Und Lärmpfeile. Na gut. Das ist ein akzeptables Ergebnis. Ich meine, so viele Seilpfeile brauche ich nicht. So, du kommst wieder zurück. Ich klettere so hinunter, Schritt für Schritt, nehme ich auch keinen Schaden. Okay. Oh, okay, jetzt weiß ich auch, wofür ich die Seilpfeile brauchen werde. Um hier hochzukommen. Aber man kann das nur mit einem Seilpfeil, kann man das durchaus schaffen. Einfach dem Umstand geschuldet, dass man die immer wieder mitnehmen kann, solange man sie nicht in Stein schießt, weil dann sind sie verloren. Okay, wir sind oben. Hier ist ein Schalter. Aha. Hier sind wir also. Oh, okay. Ja, und da ist der mein Lieblingsraum. Zur Seite geneigt ist. Damit sind wir raus. Okay, das war der Ausgang aus der Big World. Die kleine Welt war nicht so anstrengend. Da konnten wir über alles hinweg stampfen. Wenn man so gigantisch ist. Aber ja. Gibt's nur in Thief Gold. Gab es sonst noch irgendwelche Schätze? Es gibt sicher noch ein paar Schätze, die ich jetzt nicht gefunden habe. Ich meine, 2256 ist nicht... das Maximum, was man hier kriegen kann. Ich überlege gerade, wo ich noch etwas hätte finden können. Lass mich kurz nachdenken. Hier wären wir dann raus und hätten die Mission geschafft. Ich meine, wir sind ja eigentlich durch mit dem Ganzen. Mich wundert, dass ich diesen einen Goldklumpen dann noch nicht mehr gefunden habe.
habe genug Gold, denke ich mal, für die nächste Mission. Und falls nicht, werden wir uns schon irgendwie durchschlagen. Hauptsache, die Mission ist endlich vollendet. Das Schwert, ja. Was für ein Durcheinander hier im Konstantins Herrenhaus. Also, die Karte hilft einem nur in Bezug darauf, in welcher Ebene man sich gerade befindet. Dritte Etage, zweite Etage oder Erdgeschoss. Der Rest ist einfach alles durcheinander. Okay, raus hier. Wir spazieren einfach so raus. Yay, wir haben es geschafft. Jawohl, Statistik. Was sagt denn Statistik? Eine Stunde 36 Minuten, 22 Sekunden und wir haben 2256 von 2656. Das heißt, mir fehlen eigentlich nur 100er. Gestohlen 8 von 10, Schlösser geknackt 7, erschlagen haben wir 25, Treffer haben wir 27, Wunden 15. Hauptsächlich durch, ja gut, wir haben ein bisschen gekämpft und wir haben auch alle Lebenspunkte zurückbekommen und durch Runterfallen. Getötete Unschuldige keine und übrige Tote 0. Ja, es gab keine Gegner. Vom Gegner entdeckte Körper 2. Na gut, unsere bisherige Beute. Wir haben die 10.000er Marke geknackt. Und ja, das war das Schwert. Mal sehen, was Victoria uns da für eine Belohnung gibt, dafür, dass wir das jetzt erledigt haben. Bis gleich.